Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VT-Land-Video. Ich bin immer noch in New York und seht mal, was ich gefunden habe. Red Bull, The Orange Edition. Habe ich bei uns, glaube ich, noch nie gesehen. Und auf der Rückseite steht fast von der The Taste of Tangerine. Also Mandarine ist drin. Wir haben hier wieder eine lustige Größe. Die Amis haben ja, naja, ein anderes System. Hier sind 355 Milliliter. 160 Kalorien in der ganzen Dose und in der ganzen Dose befinden sich 114 Milligramm Koffein. So viel zu den Daten. Inhaltsstoffe, da steht, ganz ehrlich, da steht nichts von Tangerine in den Inhaltsstoffen. Bedeutet alles wieder natürlich künstlich oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Und wir probieren sie eben. Ich habe sie gerade eben noch aus dem Kühlschrank genommen in einem 7-Eleven. Ist noch schön kalt, genau das Richtige bei New Yorker Wetter von 9 Grad, und aber wir probieren ja trotzdem mal. Ganz leichter, ja, Orangengeruch. Also ich glaube nicht, dass ich vom Geruch eine Orange oder eine Mandarine auseinanderhalten könnte, und wir probieren es einfach mal. Prost. Boah, im ersten Eindruck, ich wollte gerade sagen, schmeckt wie Fanta, schmeckt wie Orangenlimonade. Aber dann kommt ein Nachgeschmack da rein und der geht wirklich in die Richtung Mandarine. Aber man merkt, es ist arg künstlich. Ja, könnte ich mich aber dran gewöhnen. Also das wäre was, jetzt noch das Wetter ein bisschen wärmer, 15 Grad oder ab 20 Grad, wäre bestimmt mal eine nette Alternative zu, oder sagen wir so, eine nette Alternative zu den anderen Energy Drinks, die wir da mit Orangengeschmack oder Zitrusfruchtgeschmack kennen. Doch, schmeckt. Wer also mal die Möglichkeit hat, eine Orange Edition Red Bull Dose in die Pfoten zu kriegen, keine Hemmung zu haben, Nachgeschmack kommt ein bisschen sauer daher. Da muss man dann aber keine Angst vor haben. Das geht total in Ordnung. Ist halt Zitrusfrucht. So, das soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüss!